Ja, Massimo, herzliche Gratulation zu diesem Ausgleich in der Finalserie. Heute Abend ein hochspannender Match gewesen mit einem knappesten Resultat, das überhaupt noch möglich ist in der Verlängerung. Kann Real Zolten hier den Ausgleich schaffen in der Finalserie? Wie ist die Gefühlslage so bei dir so kurz nach dem Match? Ja, extrem super, aber ich glaube, es hat schon eigentlich auch in Flot angefangen. Also, ich bin dort nicht, also wir waren dort nicht extrem enttäuscht gewesen, weil wir gewusst haben, wir haben ein super Spiel gehabt und mit etwas mehr Glück wäre es so dann auf unsere Seite gefallen. Also, von dem her sind wir in vollem Selbstvertrauen, wenn wir hier anfangen zu spielen. Ich glaube, wir müssen uns noch ein bisschen Nase nehmen mit der Strophe. Wir haben es wieder ein bisschen raus, wie soll ich sagen, provoziert, was sicher nicht nötig war. Aber im Moment können wir es gut killen, aber wir sollten es sicher nicht auf die Spitze treiben. Und ich glaube, mit der Chanceauswertung können wir sicher auch noch ein bisschen arbeiten. Es fällt auch bei mir an, wenn ich aufs Goal komme. Wenn wir die noch machen, kommt es sicher gut, ja. Aber ehrlich gesagt, man merkt, es war eine richtige Willensleistung von mir als Alte. Ich finde, es war ein starker Auftritt von der Mannschaft. Heute ist die Rechnung wirklich voll ganz aufgegangen, defensiv super gestanden. Man hat den Glauben nie verloren, dass man da etwas reissen kann. Ein fantastisches Heimpublikum habe ich gesehen. Also ein erfolgreicher Finale aber heute gesehen, auf dich. Ja, definitiv. Also zuerst mal eine riesige Stimmung in einem kleinen Holz. Genau wegen dem war sicher auch Grund, wie sie hierher bekommen. Es hat richtig gepeppt. Und ich glaube, wir haben 6 Minuten, eben noch mehr. Wir haben noch länger durchgespielt und ich bin extrem stolz auf die Mannschaft, weil wir es von A bis Z durchgezogen. Wir haben keine Nerven gezeigt, wir sind gut gespielt, wir haben unseren Plan von A bis Z durchgezogen und das ist nicht das Resultat, dann werden wir noch das Spiel gewinnen. Der IHC Olten auf Radio Insight.